Ja, hallo an diesem wunderschönen Karfreitag hier vom Wörthersee und von unserem sechsten Teil unserer Online-Bootshow. Wir präsentieren Ihnen heute Boote eines österreichischen Bootsherstellers, und zwar Boote Marian. Heute sind wir heraus mit einem Marian Magic 640. Das ist mit seiner Größe von 6,5 Meter eines der beliebtesten Boote hier für die österreichischen Binnenseen. Boote Marian ist, wie gesagt, ein österreichischer Hersteller, der sich einen Namen gemacht hat mit der Produktion von Elektrobooten dezidiert für die Binnenseen. Dieses Marian Magic ist ausgestattet mit einem 4,3 kW Elektromotor. Dies bedeutet, dass wir am Wörthersee zulassungs- und führerscheinfrei unterwegs sein können. Gleichzeitig kann man das Boot aber auch mit mehr Power bestellen, und zwar mit bis zu 60 kW. Das heißt, man kann bis zu 35 bzw. 45 km/h schnell fahren. Ja, Marian schafft einen wirklich klassischen Aufbau. Wir sehen im hinteren Bereich eine große Liegefläche, die auch etwas geschützt ist. Im vorderen Bereich eben unser Cockpit und was ein Qualitätsmerkmal bei Marian ist, ist ein nahtlos verbautes Sonnenverdeck. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Tja, und so schnell geht's. Neben dieser klassischen Linie von Marian Boote hat Marian aber vor 2 Jahren auch ein Flaggschiff herausgebracht, und das ist mit 8 Meter die M800, die es in einer offenen und in einer geschlossenen Variante gibt. Die offene Variante ist als Bowrider ausgestattet. Mit diesem Boot geht Marian wirklich den nächsten Schritt und versucht, ein sehr, sehr modernes Design zu integrieren in diesem qualitativen Bootsbau. Wie das Ganze aussieht, seht ihr in einem kurzen Clip. Wir testen für Sie und Sie können auch testen. Auch heuer wieder wird Marian einen Boxenstopp machen bei Boote Schmalzl am Wörthersee. Sie haben die Möglichkeit, das Flaggschiff, die M800 Probe zu fahren, aber auch eine Marian Laguna mit einer Doppelmotorisierung. Also schauen Sie bei uns vorbei bei den Testtagen oder kontaktieren Sie uns vorab. Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.